Hey Leute, herzlich willkommen. Da es viel positives Feedback fürs ewige Terrarium von mir gab, das war übrigens mein erstes Video, was ich hier auf YouTube hochgeladen habe, habe ich überlegt, heute bauen wir einen Zimmergarten bzw. ein Do-it-yourself-Terrarium, relativ easy zu machen. Ich benutze hier in dem Video eine Glaskugel, die hat ungefähr einen Durchmesser von 30 cm. Zuallererst mache ich ein Gemisch für den Boden. Dafür nehme ich einfach ganz normale Kieselsteine, die man überall finden kann. Das vermische ich dann mit ein bisschen Zoll, das habe ich noch übrig gehabt von einem Aquarium von mir. Somit haben wir einen lockeren Bodengrund, auf dem wir später das Ganze aufbauen können. Vergesst übrigens nicht, mir eine Reaction dazulassen, wie euch das Video gefällt. Ich freue mich immer drüber, auch über konstruktive Kritik natürlich. Auf die unterste Schicht, die wir jetzt nun gemacht haben, mache ich ein Gemisch aus Erde und Sand, beziehungsweise so einen Wüstensand. Das habe ich übrig gehabt von einem Terrarium von mir. Somit hätten wir eine zweite Schicht. Das vermische ich dann, wenn ich ungefähr das Mengenverhältnis drin habe. Beide Segmentschichten sind jetzt schon schräg angeordnet. Da werden wir auch weiter mit arbeiten mit den Schrägen und da werden auch später dann die Steine draufgesetzt. So erzielt man immer eine ganz coole Tiefenwirkung. Minus fragte vor 2 Monaten, ob ich ein Q&A machen kann zu 20 oder 50 Abonnenten. Mache ich gerne. Also Leute, wenn euch was einfällt, was ihr fragen wollt, was ihr wissen wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Ihr habt schon gesehen, wir haben jetzt alles weiter mit Erde aufgefüllt. Und zwar so, dass wir die Steine da reinsetzen können und ein Stück reindrücken können. Also die kann auch locker drauf sitzen. Erst später drücken wir sie fest. Ich verwende hier einen ziemlich rauen Stein, der eine ziemlich deutliche Zeichnung hat. Ich werde später noch in die einzelnen Ritzen der Steine etwas Moos reinstecken. Außerdem finde ich, entsteht so ein schön felsiger Eindruck. Wenn wir den Hauptfelsen in der Mitte positioniert haben, drücken wir die Erde ein bisschen fest und setzen kleine Steine um diesen großen Stein herum. Am besten lassen wir immer ein bisschen Platz zwischen den Steinen, dass wir da Moos zwischenquetschen können. Auch die Steingrößen müssen variieren, so kriegt man richtig viel Style da rein, finde ich. Große Steine, etwas kleinere Steine und auch ganz kleine Steine werden wir später benötigen. Steine mit irgendwelchen besonderen Zeichnungen finde ich immer persönlich cool. Man kann natürlich alles nehmen, was man möchte. Ich finde, diese Steine passen jetzt aber zu so einer Felslandschaft am besten. Hier kann man jetzt sehen, ich habe ungefähr zwischen jedem Stein zwischen 1 und 2 cm Platz gelassen. Hinten rum, um den großen Stein, ist mehr Platz, damit ich da mehr Moos unterkriege. Hier kann man auch jetzt nochmal die schräge Aufbaurichtung sehen. So kriegt man echt ein landschaftliches Bild in diese kleine Kugel rein. Somit wäre unser Hardscape fertig und wir können anfangen, unser Moos zu präparieren. Ich finde immer verschiedene Farben von Moosen, verschiedene Moosarten und vielleicht auch immer ein paar kleine Stöcke oder ein bisschen Sand bringen besonders viel Vielfalt in das Becken rein, als wenn man immer nur bei einer Moosart bleiben würde. Beim Reinstecken des Mooses zwischen die Steine muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man das Moos nicht komplett beschädigt oder ganz kaputt macht oder komplett zerdrückt. Im Hintergrund verwenden wir nun relativ grobes Moos, was so ein Erscheinungsbild hat wie so kleine Tannenbäumchen. Außerdem ist es hellgrün und nicht so sattes Grün wie das feine Moos, was nochmal mehr Tiefenwirkung bringen kann. Im mittleren Bereich bis zum vorderen Bereich bringe ich jetzt das feine Moos rein. Unter anderem muss man dann eben nochmal diese Steine rausnehmen, die man neben dem Hauptfelsen gesetzt hat und dann nochmal draufsetzen. So machen wir nun weiter, bis wir den vorderen und mittleren Bereich komplett mit dem feinen Moos bedeckt haben. Ich achte immer darauf, dass ich keine Lücken irgendwo freilasse, dass ich versuche auch möglichst zwischen dem Moos und dem Boden einen Kontakt herzustellen. Das heißt, man muss es schon irgendwie ein bisschen reindrücken. So kriegt auch das Moos dann noch Feuchte von unten. Übrigens eine Info noch für euch. Weitere Videos sind geplant. Unter anderem werden auf jeden Fall Videos mit einem 3D-Stift dabei sein. Videos könnten auch mit einem 3D-Drucker dabei sein. Und weitere Videos mit irgendwelchen Naturmaterialien. Unter anderem habe ich mir gerade auch von Amazon
zwei verschiedene Pflanzensamen bestellt. Mit denen kann man selber seine kleinen Bäumchen, Bonsai-Bäumchen oder Pflänzchen, wie man es nennen möchte, züchten. Unter anderem ist da einmal Lotus bei und einmal Blauregen. Würde euch dazu auch ein Video interessieren, wie man es einpflanzt, wie es wächst? Wenn ja, dann schreibt mal bitte in die Kommentare. Im vorderen Bereich unseres Zimmerterrariums müssen wir natürlich gucken, dass das Moos relativ platt gedrückt ist. Wenn das vorne zu hoch ist, dann macht das ein bisschen den ganzen Effekt kaputt. Da muss man also ein bisschen mehr Zeit investieren. Auch um die Steine zu positionieren, muss man sich genug Zeit nehmen. Bei mir sieht das jetzt im Moment ziemlich schnell aus. Natürlich habe ich vorher schon ein bisschen ausprobiert, wie das ausschauen wird. Nun können wir anfangen, mit dem Sand zu arbeiten. Den Sand, den müssen wir richtig vorsichtig reinschütten und auch am besten nur wirklich über die Stelle, wo der Sand hin soll. Da wir nur eine ganz kleine sandige Fläche vorne haben möchten, um einfach nochmal einen kleinen Effekt mit reinzubringen, brauchen wir nicht sehr viel Sand. Den müssen wir dann vorsichtig mit dem Finger vorne verteilen. Hier gilt auf jeden Fall, besser mehrfach nachschütten, als einmal zu viel geschüttet zu haben. Das wäre natürlich blöd, weil das kriegt man da nicht mehr gut raus. Besonders cool sieht das natürlich aus, wenn man das Sand ein bisschen nach hinten verteilt bekommt, sodass es so ausschaut, als wären Wege hinter die ersten kleinen Steine. So sieht jetzt unser fertiger Zimmergarten aus. Ich finde ihn sehr gelungen. Die Schräge nach oben ist uns cool gelungen, die verschiedenen Moosarten in Einsatz zu bringen ist uns gelungen und die Steine sind auch gut in Szene gesetzt. Durch den Einsatz der verschiedenen Segmentschichten, die wir jetzt gemacht haben, und dem Sand haben wir auch viele verschiedene Farben im Boden. Das finde ich auch ziemlich cool. Nun können wir weitermachen mit den Feinarbeiten, also der Positionierung der kleinen Steine in dem Terrarium. Die setze ich auch quasi in der gleichen Fluchtrichtung so ein bisschen nach diagonal hinten. So entsteht nochmal ein dynamischerer Effekt. Das finde ich cool. Natürlich könnt ihr auch Holz oder sonstige Materialien nehmen, die ihr gerne drin haben würdet. Oder vielleicht irgendeine coole Figur. Natürlich sollte man jetzt auch nicht zu viele Steine reinsetzen. Wenn man zu viele nach vorne setzen würde, dann würde man sich diesen Effekt von dem Sand, finde ich, so ein bisschen kaputt machen. Das heißt, maximal 1-2 cm von der rundlaufenden Kante, die man jetzt hier cool sehen kann, Steine positionieren und auch kleiner werden nach vorne. Anschließend müssen wir noch den Sand ein bisschen gerade machen, überall noch ein bisschen reinstopfen, wo irgendwelche Löcher sind, und dann haben wir unsere Arbeit fertig gemacht. So hat jetzt jeder, der Bock drauf hat, einen kleinen Zimmergarten. Ziemlich cool, man muss nämlich regelmäßig gießen. Natürlich wird das Moos kaputt gehen, wenn nicht regelmäßig Wasser da reinkommt. Und auch jetzt, in der ersten Phase, wenn man das Moos umgesetzt hat, würde ich raten, dass man oben noch eine Klarsichtfolie drauf tut und regelmäßig Wasser drauf sprüht, damit sich das Moos an die neue Umgebung gewöhnen kann. Wenn man das nicht tut, glaube ich, dass das Moos relativ schnell kaputt gehen wird. Damit sind wir am Ende des Videos. Und Leute, vergesst nicht, mir ein Like oder einen Kommentar dazulassen, ich würde mich drüber freuen. Außerdem brauche ich auf jeden Fall noch ein paar Fragen für mein Q&A, denn nur mit genug Fragen kann ich natürlich ein Q&A machen. Also, haut was in die Kommentare, was euch interessiert, was ihr gerne wissen wollt. Ich werde versuchen, darauf einzugehen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, euer Cap Kobe. Ciao! Vergiss nicht, den Channel zu abonnieren.